Willkommen zurück auf dem Schlachtfeld, Freunde, wo wir Spaß haben mit unserem Sniper-Trupp. Denn wir haben ja beim letzten Mal sehr viele neue Sniper dazu bekommen. Und die wollen wir jetzt natürlich vernünftig benutzen. Und deshalb sind die auch schon auf Anschlag und betriebsbereit. Die nächste Banditenhorde ist auf dem Weg und wir werden die wieder sauber wegschnetzeln. Da bin ich mir sicher. Ich hätte so gerne selber eine Sniper, muss ich ganz ehrlich sagen. Zunächst muss ich mich auf die Sniper verlassen, die ich selber habe. Weil ich habe noch nicht genug Marksmanship, um mir eine zu holen. Vom Geld ganz zu schweigen. Die Dinger kosten Heidenkohle. Sobald sich die Gegner hier auf dem Berghang sehen lassen, da gibt es aber Kugelhagel vom Feinsten. Ich suche mir mal wenigstens ein bisschen Deckung. Bin gespannt, wann der Feindkontakt auftritt. Die stehen hier ein bisschen blöd, die kommen eher von da hinten, merke ich gerade. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig gelaufen. Müsste ein Stück mehr hier rüber, die kommen nämlich eigentlich von da hinten, merke ich. Orientierung ist nicht ganz so meins, ne? Ist nicht ganz so meins. Kein Feindkontakt, wiederhole. Kein Feindkontakt und das macht mich nervös. Was habt ihr vor? Heavy Fire wo? Da hinten! Am Horizont! Oh, zack. Weggezwiebelt den Hund. Den Sniper haben wir jetzt halt echt hart voll. Verdammt. Mich. Hört ihr auf, meine Sniper zu smoken? Im Wald kommt noch mehr angerückt. Ich bin nicht in der Lage, die zu treffen. Glaubt ihr es? Ich krieg's nicht hin. Verdammtes Buschkind. Komm sofort zurück. Die hocken da alle in den Büschen rum, diese Schweine. Jeder Schuss ein Kill. Okay, einer ist noch irgendwo. Haben gesehen. Ich halte die Bäume schön zwischen uns. Zack! Weg war er! Oh, ich habe ein Level abgekriegt mit dem letzten Kill sogar noch. Sehr gut.
Ob ich das alles nicht mitnehmen kann? Habe ich nicht irgendwas Wertloses, was keiner will? Hier, guckt mal. Ihr könnt euch das hier gönnen. Dafür kann ich mir doch noch ein bisschen teuren Kram geben, oder? So. Exekutieren. Ich bin Level 9 und ihr nicht. Edge die Batch. Marksmanship. Hoch damit. Instructor. Was ist denn das? Achso, das ist hier XP. Für Solidiers. Können wir doch mal machen. Punkt haben wir auch, klar. Ja, immer auf die Rifle drauf. Immer gern. Ansonsten, was haben wir hier noch? Guckt mal, den können wir noch zum Snippermann machen. Da ist unser Sniper-Trupp jetzt aktuell erstmal voll. Und wir stehen hier irgendwo mitten in der Botanik. Wir gehen mal zurück Richtung Sencha. Ach, wir können sogar eine Quest abgeben. Haben wir die, wo haben wir die angenommen? War das nicht sogar hier? Ja, ja, nice, perfekt. Da gehen wir zurück und kriegen direkt erstmal ein bisschen Kohle ran. Erstmal die Gehaltssteigerung des Jahres verbuchen, sage ich euch. Schön Kohle sammeln. Her damit. Aber wir werden immer reicher. 20.000, wenn wir die Kohle hätten, das wäre so schön, als ob ich bei dir nichts verschoppen kann. Hier kann ich was loswerden. Aber leider auch nicht so viel, wie ich gerne loswerden würde. Ich kann bei dir jetzt noch knapp 300 entbehren. Bitteschön. Was ich bräuchte, wäre Munition. Ich wäre auch bereit, das dafür zu geben. Für meine Lieblingswaffe brauche ich Muni hart. Ob die sich nicht mal das leisten können. Euer Ernst. Ich krieg hier gerade den Hass meines Lebens. Hier, die paar Billigbrote könnt ihr euch gönnen. Dafür will ich noch das sehen. Aha, hier können wir schon wieder 2000 loswerden. Ist aber auch verdammt schnell voll. WTF. Mehr gibt's schon wieder nicht. Aber Respekt, haben wir schon 16.000 auf der Onne hängen. So langsam wird das was. Noch ein bisschen, oh, noch ein bisschen Geldsammelei. Und wir können uns eine Sniper schon mal kaufen, dass wir die schon mal auf Vorrat haben. Ich will die Beste der Besten der Besten der Besten. Komm, holt mir mal nochmal die Sniper ran hier. Die stellen wir schön hier oben drauf. Mehr brauche ich gar nicht zum Glücklichsein. Meine Sniper regeln das. Geht mal ein bisschen rüber hier, Jungs. Ich muss mal zu der Zauberkiste. Ich habe keine Muni mit. Dankeschön. So, Feinde, zeigt her eure Ärsche, zeigt her eure Stirn. Denn dann verteilen meine Leute über die Welt euer Hirn. Hör auf so zu stöhnen, du wirst ja wohl mal ein bisschen rennen können hier. Bin halt nicht drauf gelevelt rumzurennen. Mir erscheinen aktuell andere Sachen erstmal wichtiger. Aber so an sich bin ich ganz zufrieden, wie wir es gemacht haben. Also wir kommen bisher wirklich ganz gut voran und durch und überhaupt. Bin nur mal gespannt, wann wir es endlich mal wagen können, auch irgendwie mal wirklich feindliche Armeen zu attackieren. Aber aktuell ist mir das noch zu gewagt. Ich hätte gerne noch ein paar Level und Elite-Soldaten mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Bevor wir uns anfangen mit Fraktionen zu balgen, wie halt zum Beispiel den komischen hier, den Terroristen da, mit dem wir im Krieg sind hier. Ihr wisst, wen ich meine, hoffe ich. Aber hier gibt es überhaupt keine Deckung für mich. Das ist hässlich. Für meine Scharfschützen ist es gut, weil der Feind kann sich auch nicht wirklich verstecken. Aber für mich gerade ist es scheiße. Ich habe keine Sniper. Ich bin zwar auf Entfernung relativ gut mit dem Gewehr, aber ein bisschen ran würde ich schon gerne wollen. Und muss ich auch, denn ich brauche unbedingt noch mehr Erfahrung. XP
HP ohne Ende brauche ich. Bin ich laut Karte? Laut Karte bin ich ziemlich genau in die Richtung des Feindes unterwegs. Die müssten hier eigentlich lang gerannt kommen. LOL! Jetzt. Die alle schon ausgerottet wurden hier. Aber neune müssten noch rumrennen. Einer hat doch auch auf mich geschossen. Wo sind die denn? Sind die hier hinten? Okay, vorrücken. Ich hab so Angst. Stürmen, 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 stürmen. Ey, das gibt's einfach nicht. Was halten die denn aus? Ich hab die so hart penetriert. Aber wir haben gewonnen. Am Ende des Tages ist das alles, was zählt. Ich sag's euch. So, wie sieht's denn aus? Wir haben hier noch einen Haufen Potzner, Leute. Combat-Spezialisten. Ja, die Scharfschütze sind halt Mehrwert. Mehrwertsteuer. Entschuldigung. Zur Feier des Tages kriegt ihr alle von mir mal ein weiteres Level spendiert. Kostet mich zwar hart Kohle, aber das seid ihr mir wert. Weil ich euch hart brauche. Und ich eine Sniper sowieso gerade nicht benutzen könnte. Und so habt ihr wenigstens alle ein bisschen was davon. Wir müssen in Gebiete vordringen, wo wir wieder was verkaufen können. Wir können hier aus der Gegend sowieso raus. Wir haben die Quests jetzt alle hier hinten irgendwo in den Gebieten gehabt. Ich glaube, hier haben wir die sogar geholt, die Quest. Kann das? Weiß ich zugegebenermaßen jetzt gerade nicht genau, aber was soll's. Wir haben Quests und das ist alles, was zählt. Kohle gibt's jedenfalls an jeder Ecke. Weapon Dealer. Ach du Scheiße. Der hat noch ein bisschen Kohle hier. 1,3 können wir bei dem kriegen. Das war schon wieder zu viel. Scheiße. Aber hier können wir auch noch was kriegen. 1,9. Davon kannst du träumen.
Aber mehr gibt's jetzt hier nicht. Das klingt verführerisch. Kommt mal ran. Ich hab gesagt, ihr sollt rankommen, nicht wegrennen. Ihr seid viele, mit euch will ich mich balgen. Ihr Belger. Was ist denn eigentlich? Wo habe ich ein XP? Hier, Experience. 2,2 von 2,6. Da brauchen wir noch ganz schön was für die nächste Stufe. Aber wir locken die gerade hier wunderbar in eine Falle, weil hier kommen sie nicht mehr weg. Prepare to die. Okay, Freunde, wie sieht's aus? Ich will meine Sniper haben. Und schicke die hier hin. Oh, der Speicherplatz wird knapp, sagt mir Windows gerade. Deshalb kam der Ton. Das ist aber gar nicht gut. Das ist jetzt ein bisschen gemein. Was brauchen wir denn sonst noch? Weil es sind jetzt doch ein paar mehr Leute unterwegs. Da würde ich doch ganz gerne ein bisschen mehr Leute auch haben wollen. Man weiß ja nie, was man braucht. Ich muss gleich nochmal an die Kiste ran. Ich brauche noch mehr Muni. Aber erstmal die Heilung, ganz wichtig. So, grüß dich. Mir geht schon wieder so satt die Muni aus. Das glaubt ihr gar nicht. Die rennen da lang, dann müsste der Feind ja von dort kommen. Rein theoretisch. Nur mal so angenommen. Hold your position. Oh. Die Sniper legen schon los. So Leute, entschuldigt bitte, mein Speicherplatz war leer. Ich habe es nicht gemerkt, dass die Aufnahme gestoppt wurde. Wir sind hier in der Schlacht noch immer gegen die Banditen. Ich weiß nicht, ob ich es mit aufgenommen hatte eben, aber ich war doch zu nah dran, habe voll auf die Fresse gekriegt. Da habe ich mich aus der Schlacht zurückgezogen, um kein... Lol. Das ist Schwebestein. Warte. Da kommt jetzt das Spielkind in mir durch. Als ob ich hier nicht aufstehen darf. So, jedenfalls, warum schweben hier die ganzen Steine? Das ist hier falsch. Jedenfalls müssen wir jetzt nochmal ganz kurz gegen diese Deppen kämpfen. Die eigentlich von da hinten aus auch irgendwo anrücken müssten. Hey, hier schwebt wirklich jeder einzelne Stein gerade bei mir rum. Irgendwas habe ich gemacht. Da hinten, Feindkontakt. In meinem Hülsen jetzt rumliegen. Jetzt kommen sie aber hardcore-mäßig von überall an. Ja, nicht feuern, Moment. Mein Gott, jetzt klaut mir nicht die ganzen Kills. Ich brauche auch harte Erfahrung. Ihr seid schon auf Maximallevel. Gönnt mir die Leute, ihr Schweine. Mein Rumrennen tut hier ja so einiges, aber es bringt mir nichts, wenn ich die nicht treffen kann. Thank you.
Jemine, mir geht schon wieder die Muni aus. Und zwar rasant. Sind noch 5 Gegner. Und ich habe nur noch eine Kugel. Als ob die mir jetzt ernsthaft den Kill geklaut haben. Mann! Aber wir gewinnen. Das ist alles, was zählt. Ein bisschen Erfahrung habe ich ja auch abbekommen. Von daher alles nur halb so schlimm. So, das war's. Full ist die Kiste, sage ich euch. Wie sieht's denn aus? Naja, gut, wir können ja hier schlecht irgendwas upgraden. Aktuell. Von meiner Erfahrung her sind wir schon wieder ein ganzes Stück gestiegen. Das ist schön. Ich werde auch erstmal... Achso, ich habe keine Muni mehr. Oh, das ist jetzt hässlich. Also müssen wir auf jeden Fall zusehen, dass wir nächstes Mal in irgendeine Siedlung kommen. Aber für hier und jetzt ist sowieso erstmal Schluss. Danke fürs Zuschauen. Macht es Dutzki.